So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Es ist ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Oh, ich war verletzt, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhatte, was ich so zuletzt gemacht habe. Wir müssen unser Gewicht im Griff kriegen, das weiß ich noch. Das kann ich eigentlich nur, indem ich unglaublich viel esse. Was habe ich denn noch hier? Ich habe Eier! Ja, gebratenes Gemüse ist so eine Sache. Frische Remoulade. Fett bräuchte ich eigentlich. Erstmal noch einen halben Schinken, weil wir es können. Viele Proteine und Fett. Ist das jetzt besser geworden oder scheint sich so zu halten? Komm, esse ich noch richtig satt. Und zwar muss ich aufpassen. Mein Gewicht wird einfach zu niedrig langsam. Ich darf nicht so viel rennen, denn das verringert mein Gewicht, erhöht meinen Kalorienbedarf. Und eigentlich dürfte ich auch nicht so viel machen. Und ich glaube, das hier braucht wirklich ewig, bis es verrottet ist. Gucken wir noch mal ein bisschen draußen. Andererseits, also ich darf eigentlich wenig rennen. Und ich dürfte auch eigentlich nicht zu viel tragen. Weil das erhöht sehr stark meinen Bedarf an Nahrungsmitteln. Kann ich hier nicht fällen? Doch. Ich würde gerne hier im Umkreis noch ein bisschen fällen, damit ich mehr sehe einfach. Lass mal es doch hier in dem Bereich. Baumfällen. Warum steht über Metallbearbeitung? Ach, weil ich jetzt die Sachen bauen kann wahrscheinlich. Okay. Ich würde sagen, wir suchen mal ein bisschen Nahrung. Denn das muss ich eh noch ein bisschen skillen. Das macht uns noch müde, ist aber körperlich nicht so anstrengend. Glaube ich zumindest. Mal schauen, haben wir was gefunden? Frische Bär, die ist giftig. Steine. Und allerhand Mist. Ach komm, fällen wir noch einen Baum. So fühle ich mich übrigens auch. Meine Frau hat mir auch in letzter Zeit gesagt, ich soll viel, viel mehr Pausen machen. Weil ich andauernd Gas gebe und dann habe ich wieder so ein, zwei Tage. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich zu viel Kalorien. Weil ich immer wieder in diesem Modus hier fahre. Dass ich mich überanstrenge. Und ich muss mir angewöhnen, dass ich mir für meinen Charakter einen Wecker stelle, vor allem. Ja, noch geht's mit den Kalorien. So, hier liegen die Steine, oder? Genau. Ausruhen reicht. So eine Stunde ausruhen bringt echt, merkt man. Und ich müsste jetzt eigentlich echt anfangen, aus dem Behälter, da wollte ich es gar nicht reinlegen. Was hab's?
Weinblätter. Die sind neu. Die habe ich noch nie gefunden. Und zwar muss ich anfangen, hier alles nach und nach zu verbrauchen. Vor allem diese Sachen. Es ist zwar vieles noch frisch. Das hier zum Beispiel ist nicht mehr so super. Jetzt kann ich die in den Salat schmeißen. Die Kirschen nehmen wir auch mal. So, ich nehme mal noch eine Bratpfanne. Und dann eine Schüssel. Und dann kochen wir einfach mal. Wie geht's uns jetzt? Gewicht hält sich. So, machen wir erstmal. Zutaten hinzufügen. Nochmal ein bisschen Steak. Das Steak muss weg. Zwiebeln, Steak und Zucchini. Macht doch glücklich, oder? Steak und Zwiebelpfannengericht, okay. Eine Orange. Die Kirsche, die Wassermelone haben wir auch noch rein. Die Sachen werden nämlich langsam schlecht bei uns. Und die Beeren schaden auch nicht. Davon doch mal ein Stück. Dauert mir sonst zu lange. In der Zwischenzeit, während das dann kocht, kann ich mir komisch. Einstellung. Ach, da unten kocht's. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Zombie. So, und zwar hat die Axt nämlich einen Vorteil gegenüber den anderen. Die Axt hat 20% kritischen Zusatzschaden. Hunger und Unglücklichkeit bekämpft ist super. Je mehr unterschiedliche Sachen, umso besser. Aber ich sollte eigentlich den Baseball... Habe ich meinen Baseballschläger nicht dabei? Nö. Macht Langeweile und Unglücklichkeit. Na, danke. Komm, ist den ganzen Obstsalat. Wir haben viel zu viel zu essen. Ich muss mein Gewicht ein bisschen erhöhen. Okay. Ausschalten. Trinken. Besser. Mit der Müdigkeit, das ist auch so eine Sache. So, hier unten müsste ich eigentlich noch ein paar Bäume fällen. Kann ich die nicht aufnehmen? Bin ich natürlich überladen, das ist aber kein Problem. Die haben wir jetzt schnell hier hinten und da kann sie dann gammeln. Hauptsache ein bisschen weg von uns. Manchmal wünscht man sich doch echt in so einer Zombie-Apokalypse zu sein, oder? So, das kann da drin bleiben, die Schüssel würde ich gerne wieder da reinlegen, den Hund da draußen würde ich gerne erschlagen, muss irgendwo ein Zombiehund sein, den sollten wir töten, dann können wir ihn essen.
Beste, was du in der Apokalypse finden kannst, ein Hund. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Ich muss ein bisschen mehr nach meinen Skills hier schauen, also nach dem Gewicht vor allem. Untergewichtig, Das wird nämlich jetzt zum Problem. Solange ich untergewichtig bin, kann ich bestimmte Sachen halt nicht mehr machen. Beziehungsweise ich krieg zum Beispiel auch weniger Erfahrung. Schön, ich find's gut, dass es da steht. Ich habe mich nämlich gefragt, ob das denn da steht, wirklich. Wir müssten Kochen eigentlich jetzt langsam skillen. Vielleicht auch die Verteidigung von stumpfen Waffen. Gucken wir mal kurz, ob hier alles weg ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Bett. Ich darf nicht vergessen, mir einen Timer zu stellen, weil sonst pennt der Typ viel zu lange. Und ich habe mir auch schon ein System ausgesucht, wie ich die Stadt langsam plündere. Das könnte ganz gut klappen. So. Wo ist es? Ich weiß nicht, ob die vergiften die uns? Das sind Weinblätter. Nö. Wo habe ich denn da? Wecker stellen. Auf 3. Seht ihr, das ist immer schon ausgeruht eigentlich. Und wenn wir zu lange schlafen, steigt auch natürlich die Gefahr, dass die Zombies angreifen. Stoffhetzen haben wir? Ja. Oh, ich sehe aber wirklich gar nichts. Ich könnte mal kurz gucken, wie habe ich das denn. Ah, oh, perfekt. Gut, in dem Fall. Es muss auch nicht Kalorien geben. Ich brauche ordentlich Kalorien, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Die Sicherheit ist ein bisschen gering. Essen. So viel reinstoppen wie geht gerade. Ich dachte, das füllt sich mit der Zeit wieder auf. Beinwell. Wieso finde ich diese Sache mit einmal? Habe ich zufällig irgendwas gefunden, was da so. Ich weiß, man konnte irgendwas lesen, dass man diese Heilkräuter auch findet später. Habe ich das vielleicht gelesen, ohne es zu merken? So, irgendwo hier hatte ich. Hier will ich dann, wenn ich einen benutze, dann kann kaputt machen. Habe ich einen Hammer? Habe ich. Denn ich würde jetzt gerne mal ein bisschen meine Barrikaden weiter aufbauen. Hier. Schmeiß mal die Äste hin. Schmeiß mal das Reisig hin. Wenn das Gewicht zu stark sinkt,
hat man ein ganz großes Problem, denn dann verliert man permanent Leben. Wisst ihr was, ich ruhe mich noch ein bisschen aus, aber ich wollte halt nicht so ewig lang schlafen. Aber ausruhen. Das war's schon. Okay. Ich könnte auch noch weiter Felder anlegen. Die brauche ich später eh. Ich könnte auch darauf hoffen, dass ich irgendwann eine Garten... Gekratzt und blutend. Irgendwann wird sich das schon auszahlen, so wie ich es mache. Bin ich fest von überzeugt. So, jetzt nehmen wir hier noch kurz welche mit. Vier Baumstämme im Inventar. Ich verliere so natürlich Leben, ist mir klar. Aber ich kann so wenigstens was schneller bauen. Ah, okay. Was? Shift? Nee. R? R war's. R wie Rotate. Die nehmen wir mit. Also mehr als vier kann ich gerade eh nicht mitnehmen. Das mache ich jetzt so lange, bis ich ein bisschen beschädigt bin, weil es meinen Rücken verletzt. Also 46, ich müsste eigentlich echt Rückenprobleme kriegen. Und nochmal drei Baumstämme. Eigentlich wollte ich ganz andere, ganz viele Sachen in den letzten Tagen machen, aber irgendwie komme ich nicht dazu wieder mal. Mein typisches Dilemma. Und jetzt, wo es Tag wird, könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen rumgehen und sammeln, finde ich. Bietet sich doch an. Jetzt haben wir ein bisschen was gebaut. Ich weiß nicht warum, wenn ich mir das Let's Play dann immer anschaue, dann sehe ich immer, wie die Karte so richtig funktioniert eigentlich. Und wenn ich hier spiele, bin ich zu blöd, die Karte zu lesen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sie ist eigentlich voll simpel zu lesen, aber immer wenn ich hier Let's Playe, bin ich zu blöd, die Karte zu lesen. Keine Ahnung, warum. Es muss einen Grund geben. Oh, ist das Nebel oder Kälte? Ich dachte echt, das wird, kommt wieder mit den Nahrungsmitteln noch ein EP und dann kann ich weitermachen. Ich glaube, dann nehme ich erstmal mache ich kochen, glaube ich. Und Verteidigung brauche ich die eigentlich auch. Yay, mein Lieblingstrack. Den muss ich mir irgendwann mal aus dem Spiel stipitzen. Ist halt echt geil, der... Kann ich anders sagen, es ist ein echt guter Titel. Und es passt so schön zur Apokalypse. Habe ich noch genug Stofffetzen eigentlich? Irgendwo habe ich die, glaube ich, eingelagert. Gut, jetzt sind wir aufgelevelt. Und ich nehme Kochen. Achso, wie geht's jetzt eigentlich? So langsam verlieren wir Leben. Weil es nicht gut ist, was wir hier tun. Logischerweise. Aber das sollte eigentlich jedem bewusst sein, dass es eine blöde Idee ist, was wir machen.
Aber es ist ein notwendiges Übel, damit es schneller geht. Mist, habe ich jetzt aufgenommen? Ja. Ich glaube, dann reicht es erstmal nicht. Wie gesagt, ich sollte erstmal rumgehen. Es dauert halt wirklich ewig, bis man... Ich glaube, ich will auch einfach zu viel. Ich werde eine richtig große Verteidigung hier haben. So, was habe ich denn noch alles? Ich muss ja erstmal ein bisschen aussortieren. Weil ich gleich eine Tour mache. Das Gemüse wiegt bloß 200 Gramm. Oder? Der Preter wiegt doch... Wartet mal. Der Preter wiegt leer mehr, als wenn er voll ist. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ich könnte eigentlich noch ein bisschen leveln unterwegs. Den Baseballschläger mit Nägeln würde ich gerne mitnehmen. Ich könnte auch einen Schraubenzieher mitnehmen. Zerlege ich halt einfach wahllos Sachen drüben. Zwei Stoffhetzen zum Verbinden sollte reichen. Ich bin ausgerüstet. Ich krieg mein Gewicht einfach nicht auf die Reihe. Ich sollte natürlich auch eine Waffe in die Hand nehmen. Baseballschläger. Baseballschläger mit Nägeln. 50% kritische Trefferchance. So, jetzt. Karte lesen. Also, hier waren wir. Hier, das ist unser Haus. Hier waren wir schon in der Schule. Und hier hinten ist Commercial Services. Da könnte ich eigentlich mal hingehen. Ich habe auch noch nie den Rand der Karte gesehen. Beziehungsweise würde ich einfach mal sagen, ich haue jetzt mal alles an Zombies um, was ich hier irgendwie finde. Genau so. Denn das bringt Erfahrung. Meine Waffe zählt aktuell als stumpfe Waffe. Genial. Der Stärkebonus, glaube ich, den wir gerade haben. Wie gesagt, ich hau jetzt um, was ich finde, weil jeder Zombie bringt ungefähr einen Erfahrungspunkt. Beta-Blocker. Die nehme ich auch mit. Der ist aufmerksam geworden. Kurz umschauen. Damit er nicht von hinten angegriffen wird. Platz habe ich noch ein bisschen. Oh, hallo. Das ist aber auch echt gemeine Baseballschläger mit Nägeln. Stell ich mir schmerzhaft vor. Wieso kann ich die Dinger nicht zerlegen? Okay, hinten war ich schon mal anscheinend. Weiß ich gar nicht mehr. Bin ich wahrscheinlich nur so Larifari durchgerannt. Ui, die wollte beißen. Bisse sind tödlich. Das haben wir gelernt. Kopfkissen. Ich nehme mal eins mit, denn das braucht man tatsächlich. Wenn ich mir irgendwann mal ein richtiges Bett bauen will. Das nehmen wir mit. Das nehme ich auch mal mit.
Und Zucker finde ich auch super. Ich habe eigentlich gedacht, ich finde die mehr zu essen. Ich nehme sie erstmal nur. Die ist auch nicht mehr frisch. Die hätte mich gerade echt vernichten können. Okay, ich dachte gerade, die ist mir nachgelaufen. Wo ist die hin? Komm mal her. War da gerade noch jemand? Habe ich die vielleicht gehört? Muss ich einfach mal irgendwann schauen. Ach, ich habe keinen Hammer dabei. Ja, den habe ich abgelegt, weil ich schlau bin. Da unten ist wieder einer. Wie gesagt, ich werde jetzt Zombies jagen. Ah, hier war ich bestimmt noch nicht drin. Das war ein guter Treffer. Das ist ein absonderliches Haus. Nein! Oh, okay, ich blute nicht. Oh, ich dachte jetzt gerade schon. Oh, Müllsäcke. Oh, Erdnussbutter. Streichhölzer sind auch dazu gekommen. Ich nehme schon wieder alles mit. Ja, ich bin schon wieder auf Plündertour irgendwie. Ich habe eigentlich gedacht, ich verletze mich wieder jetzt. Aber da habe ich wohl Glück gehabt. Wo ist die Karte jetzt? Community Service. Ich habe nicht gezählt, wie weit wir jetzt gegangen sind. Aber hier irgendwo müsste ein Community Service sein. Ich glaube, das war mein Baseballschläger. So, das ist jetzt Community Service. Also, was findet man denn hier so? Ich muss mir irgendwann mal wirklich ein Auto leisten.